Das Wasser aus den Alpen, wenn Sie sich hier die Zahlen ansehen, was wir an Einzugsgebiet haben, beziehungsweise was wir an Abflussmenge haben, dann sehen wir in den Alpen als Ressourcen ungefähr 216 Kubikkilometer, wobei wir davon ca. 40% verbrauchen. Die Wasserbilanz Österreichs sieht nun so aus, dass wir zum Glück eben, wie gesagt, durch die Alpen einen sehr hohen Niederschlag haben, dadurch auch einen großen Abfluss. Es wird genützt für die Industrie, Haushalt, Landwirtschaft, und im Haushalt wird unter 1% dieser Ressource verwendet. Also Österreich ist ein sehr reiches, wasserführendes Land. Wenn wir das hier als Gegenbeispiel in Israel ansehen, ist die Wasserbilanz hier schon sehr anders. Das heißt, wir haben hier ca. 40% an Süßwasser, was hier verwendet wird, beziehungsweise fast 60% an virtuellem Wasser. Virtuelles Wasser ist jenes Wasser, welches für die Produktion eines Produktes verwendet wird, wie zum Beispiel Getreide, Fleisch oder andere industrielle Produkte. Und hier ist dieser Anteil vom virtuellen Wasser sehr hoch. Und hier sehen Sie einen kleinen Vergleich, was an virtuellem Wasser gebraucht wird für die Produktion zum Beispiel einer Tomate oder eines Computerchips. Für einen Computerchip brauchen Sie ca. 32 Liter Wasser. Als Vergleich für eine Jeans brauchen Sie 5400 Liter Wasser. Das heißt, man braucht von vornherein schon Wasser, um die Baumwolle zu bewässern. So, also wie gesagt, jenes Wasser, was wir zur Produktion eines Produktes brauchen. Und als groben Vergleich hier die Produktion von Getreide bzw. Fleisch. Wir brauchen für 1 Kilogramm Rindfleisch ungefähr 15.000 Liter, wohingegen wir für die Produktion von 1 Kilo Weizen ca. 1500 Liter brauchen, also nur ein Zehntel. In Industrieländern haben wir sehr hohe Verbräuche oder Bilanzen dieses virtuellen Wassers. Das heißt, wir haben hier in Deutschland zum Beispiel 4.000 bis 5.000 Liter Wasser pro Tag. Man unterscheidet bei dem virtuellen Wasser zwischen dem grünen und dem blauen virtuellen Wasser. Das heißt, wir haben hier bei dem grünen virtuellen Wasser, spricht man hier vom Niederschlag und die natürliche Bodenfeuchte. Und das Blaue wird für die künstliche Bewässerung verwendet. Hier nochmals ein paar Beispiele, was man auch für ein T-Shirt braucht zur Produktion, herausgegeben vom WWF. Wir brauchen für ein T-Shirt 4.100 Liter Wasser, für einen Hamburger ungefähr 2.400 Liter. Und man spricht hier auch von einem Wasserfußabdruck, also der Fußabdruck unseres Wasserverbrauches. Und das umfasst jetzt die Gesamtmenge an Wasser, die für die gesamte Produktion von Gütern und Dienstleistungen benötigt wird, welches nun die Bevölkerung in Anspruch nimmt. Und je nachdem, wie die Länder industriell aufgestellt sind, haben sie natürlich hier einen größeren Wasserfußabdruck. Wenn Sie sich zum Beispiel den Wasserverbrauch ansehen, ohne Fleisch bzw. mit Fleisch, ist es hier ein gutes Argument, etwas fleischärmer zu leben, weil wir hier sehr viel weniger Wasser verbrauchen. Beziehungsweise, wenn wir uns nutzbare Wassermengen ansehen, haben wir hier zum Beispiel ungefähr 4.000 Kubikkilometer jährlich, was wir hier an Gesamtbedarf im Süßwasser haben, wobei die verschmutzte Menge ungleich größer ist. Es kommt noch Wasser dazu durch die Wirkung von Dämmen. Die Frischwasserverfügbarkeit in Europa haben wir hier zum Beispiel als reichstes Wasserland in Europa Norwegen, wie Sie hier an der Grafik sehen können,
Österreich liegt in einem sehr guten Schnitt und das Mittel liegt in Europa ca. bei 2000 Kubikmetern. Hier als relativ ärmstes Land zu sehen, ist hier Ungarn. Das heißt, wir haben, wie gesagt, diesen Jahresabfluss von den 40.000 Kubikkilometern. Leicht verfügbar sind ca. 6.000 Kubikkilometern. Und wenn wir das normieren über die Weltbevölkerung, heißt das, dass wir ca. 1.000 Kubikmeter pro Person zur Verfügung haben, pro Jahr. Verfügbare Trinkwassermengen im Verlauf jetzt der Zeit, und wenn Sie sich hier die Länder ansehen mit unter diesen besagten 1.000 Kubikmetern pro Jahr und Person, betrifft es hauptsächlich afrikanische Länder, wobei wir dann über 1.000 Kubikmeter pro Jahr uns zum Teil noch in Nordafrika bzw. Europa befinden. Und der Wasserverbrauch, der globale Wasserverbrauch, wird mit der Zeit größer, weil wir mehr Quellen haben, um Wasser nutzen zu können. Das heißt, in der Landwirtschaft haben wir einen massiven Anstieg der Wassernutzung, aber ebenso in der Industrie, im Haushalt, beziehungsweise wird auch sehr viel Wasser nun in Speicherseen verwendet mit einer steigenden Tendenz. Der Wasserverbrauch, den wir hier haben, was jetzt geschätzt wird, beziehungsweise was dann gemittelt wird über die Jahre bis ca. 2050, ist der Wasserverbrauch dann schon bei ca. 8.000 oder 7.000 ungefähr Kubikkilometer pro Jahr. Der Anteil des abgefüllten Wassers steigt ebenso mit den Jahren. Auch durch die schlechtere Trinkwasserqualität in dritten Weltländern zum Beispiel. Und hier sehen Sie in Europa zum Beispiel immer noch einen sehr hohen Bedarf an diesem abgefüllten Wasser. Es steigt natürlich aber auch in Afrika, wo die Trinkwasserqualität eben, wie gesagt, sehr viel schlechter ist. Jedoch gibt es auch Tendenzen, Wasser herzustellen durch Entsalzungsanlagen. Das heißt, dass über die Jahre sehr viel mehr Wasser auch produziert wird über Entsalzungsanlagen. Aber es sind auch zum Teil durch den Klimawandel immer mehr Menschen durch Dürren bedroht, durch diese Klimaextreme. Also diese Wasserverteilung wird um einiges schwieriger werden. Jedoch gibt es auch das andere Extrem, dass Menschen nicht nur von Dürren bedroht sind, sondern auch von Überschwemmungen. Und dieser Anteil ist ebenfalls im Steigen.